Distelhäuser präsentiert. Den Wölfestream. Live. Handball, zweite Bundesliga, der 19. Spieltag am Samstag, den 4.2. um 20 Uhr. DJK Rimper Wölfe gegen den VfL Bad Schwartau. Distelhäuser, immer eine frische Idee. Also wir trinken auf dich, auf deine Vertragsverlängerung. Du bleibst den Wölfen 2 weitere Jahre erhalten. So ist es. Danke, dass ihr auf meine Vertragsverlängerung trinkt. Oh, die Flasche da. Vertragsverlängerung, ich meine, am Anfang war es natürlich nicht ganz, ganz so leicht für dich. Du musstest dich da auch so ein bisschen reinwühlen, reinkämpfen, sozusagen in diesen Job. Und gut, der Jochen wird mir da sicherlich recht geben, dass dem Matthias Obinger dies bis jetzt sehr gut gelungen ist. Ja, das erste Jahr war natürlich nicht leicht. Die Voraussetzungen waren aber auch gänzlich andere als jetzt diese Saison. Neuer Trainer, neue Spielphilosophie. Das ist für einen Trainer auch nicht immer leicht, von der dritten in die zweite Liga dann zu wechseln. Mit einem Trainer ist man sicherlich zufrieden, wenn der Vertrag verlängert wird. Ja, absolut. Das war das Ziel und die einzig logische und richtige Entscheidung. Ich habe jetzt in den letzten 10 Jahren meiner Tätigkeit im Sport schon einige Trainer kennengelernt und kommen und gehen sehen. Und ich muss sagen, dass es noch nie so angenehm war, die Zusammenarbeit wie mit Matthias, weil er sehr selbstreflektierend ist, sich auch selber immer hinterfragt, sich Tipps holt, man kann sich austauschen, null Arroganz dabei, immer geerdet, immer auf dem Boden, das macht super viel Spaß und ich glaube, dass er da auch in dem Job als Trainer noch eine große Karriere vor sich hat, weil er auch immer weiter lernen will, besser werden will, die Mannschaft besser machen will. Und ich glaube wirklich, dass da noch viel geht. Ja, ich meine, man hat es ja am Jens gesehen, dass eben Rimper Wölfe auch ein gutes Sprungbrett als Trainer in die erste Liga sein können. Absolut, ja. Ja, der Jens hat es als Sprungbrett genutzt und arbeitet jetzt erfolgreich in Hannover. Und am schönsten wäre es natürlich, wenn der Obi das Sprungbrett gleich mitnimmt in die erste Liga. Ach, die Mannschaft mitnimmt, genau, ne? Ja, das wäre natürlich gut, ne? Das wäre, glaube ich, das Beste. Matthias, eine Vertragsverlängerung hat natürlich auch, meistens zieht das eine finanzielle Verbesserung mit sich. Ist das richtig? Also ich habe es bis jetzt auch immer so gemacht, dass ich über Vertragsinhalte nicht gesprochen habe. Das tue ich auch hier nicht. Also ihr wisst schon viel zu viel, dass es 2 Jahre lang weitergeht und da man ja ich formuliere es mal anders, ich suche immer noch einen Nebenjob, jetzt weißt du, ob ich... Hey, aber du verstehst, dass wir uns Sorgen machen, dass es dir gut geht, ja? Ja, ihr könnt euch weiterhin auch Sorgen machen, ich suche immer noch einen Nebenjob zum Handball, ich bin nicht ganz ausgelastet. Nicht ganz ausgelastet. Gut, ausgelastet sicherlich wahrscheinlich schon, aber ich meine, wie es jeder weiß, gerade in Rimper und auch Handball, zweite Bundesliga, ist nicht alles auf Rosen gebettet, obwohl es sehr viel Spaß macht. Und das hoffen wir natürlich auch, dass das nächste Spiel gegen Bad Schwartau, und da schon mal so ein kurzer Ausblick, mittlerweile ein absolutes Spitzenspiel in dieser Liga. Die Spiele gegen Bad Schwartau waren schon immer heiß umkämpft und die Konstellation bringt es jetzt mit sich, dass halt der erste Rückrundenspieltag gleich das Topspiel parat hat, 4. gegen 5. Und ich schätze Bad Schwartau nicht erst zuletzt durch die tolle Tabellenplatzierung, sondern auch oder besonders aufgrund der Qualität im Kader für einen absolut ernsthaften Konkurrent quasi auf die ersten 3 Plätze. Ich glaube, dass das Schwartau durchaus gelingen kann, da noch vorne deutlichen Wörtchen mitzureden. Wie schaut es bei dir im Kader aus? Ich meine, jetzt im Winter ist ja groß nichts passiert, außer eben Julian Bötsch, der die Wölfe eben verlassen wird, eben aus Belastungsgründen, weil er diesen Aufwand
nicht mehr so betreiben kann, aber er ist auf jeden Fall diese Saison noch da. Kann da noch was passieren jetzt während der Winterzeit? Ja, grundsätzlich ist sowas nie ganz auszuschließen, aber wir vertrauen da erstmal unserem Kader, der bis jetzt das Ganze sehr, sehr gut gemacht hat. Und insofern gibt es jetzt für uns keinen Handlungsbedarf, jetzt mal neu zu verpflichten oder nachzuverpflichten. Jochen, abschließend, warum sollen wir morgen unbedingt zum Charity Day? Weil wir alle dazu helfen können, mit unserem Eintrittsgeld was Gutes zu tun im Kampf gegen den Krebs und die Gabi Nelgenstock unterstützen können. Außerdem sicherlich auch eine Handball-Leckerbissen serviert bekommen. Und deshalb morgen um 16 Uhr auf in die S-Oliver Arena. Das war so ein Ausblick ein bisschen auf morgen. Dann natürlich der Ausblick gegen Bad Schwartau. Matthias Obinger, Jochen Bär, Dankeschön für den Besuch hier bei uns im Studio. Wir danken dir. Distelhäuser präsentiert den Wölfestream. Live. Handball, zweite Bundesliga, der 19. Spieltag am Samstag, den 4.2. um 20 Uhr. THK Rimper Wölfe gegen den VfL Bad Schwartau. Distelhäuser, immer eine frische Idee.